Wir schalten jetzt zu Eva Hadl. Sie wird uns den von ihr entwickelten Ansatz Her Story vorstellen: Flucht, Migration und Geschichtsschreibung aus weiblicher Perspektive. Herzlich willkommen, Eva. Hallo. Speziell mit Themenfeld Oral History beschäftigt, von diesem Projekt. Und das ist auch so ein bisschen die Geschichte von Frauen, ist das, was zum Beispiel durch Oral History speziell sichtbar wird in der Welt, in der Geschichtsschreibung zum Beispiel nach wie vor stark aus einer männlichen Perspektive geprägt. Gilt es natürlich auch für die Erzählung über Flucht und Migration. Und Flucht findet in der offiziellen Beschreibung oft statt im Rahmen von der staatlichen Verfolgung, zum Beispiel im Rahmen von militärischen Bewegungen, Kriegen, die natürlich sehr gut dokumentiert sind. Frauen sind aber oft eher Verfolgung aus nichtstaatlichen, also aus dem privaten Umfeld zum Beispiel ausgesetzt. Und das sind eben die Dinge, die oft unsichtbar bleiben und aber eben durch solche Projekte, durch Oral History Projekte eigentlich sichtbar werden. Und da wollten wir eben auch einen Fokus legen und ein Bewusstsein für geschlechtsspezifische Verfolgungsgründe und eben ganz speziell auch Fluchterfahrungen von Frauen und Mädchen, Ankunftserfahrungen natürlich auch in Deutschland, die sich eben doch teilweise sehr spezifisch unterscheiden. Und zu dem Zweck haben wir ein Konzept entwickelt, das sehr, sehr well funktioniert, das über Datenanalyse, Journalismus, Datenvisualisierung so ein bisschen funktioniert, der Einblicke auch so in den Themenbereich gibt. Das heißt, die Jugendlichen können sich zum Beispiel einzelne Gespräche mit Frauen aus dem Archiv der Flucht irgendwie bestimmte Aspekte rauspicken, wenn zum Beispiel erzählt wird, dass man als Kind mit der Mutter zum Beispiel nach Deutschland geflüchtet ist, darauf aufbauen, zum Beispiel anzufangen, so Statistiken kennenzulernen. Wie viele Frauen flüchten zum Beispiel in Begleitung von Kindern? Und daraus eben von diesem speziellen Einzelfall, den wir im Archiv der Flucht kennenlernen, eben aufs große Ganze zu blicken, dazu Infografiken zu erstellen, zum Beispiel bei Canva oder bei anderen Tools, wo sowas kostenfrei und irgendwie recht einfach inzwischen möglich ist. Und das Ganze dann bei Instagram einzubinden. Das heißt, was auch wieder so ein Anschluss ist, ziemlich stark an die Lebenswelt von Jugendlichen. Ja, vielen Dank an dich, Eva. Man braucht also ein Stück weit einmal inhaltliche Expertise oder Perspektive auf dieses Thema. Wir arbeiten hier mit Canva.com. Das ist ein sehr beliebtes Tool, was auch Jugendliche nutzen für Sharepics und streifen damit den Bereich Social Media.